Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Evil Within. Ich stelle mal gerade nochmal mein Mikro, aber müsste eigentlich alles richtig sein. Ich habe nämlich eben gerade ein kleines Päuschen gemacht. So, ja, müsste eigentlich so gut sein. Und ja, wir schauen mal, was uns jetzt hier schön erwartet. Aber wir kriegen ja schon so ein paar Tentakelchen immer zu sehen. Das heißt... Oh, hoffentlich geht das jetzt nicht. Ist ja eklig. Und den nächsten Kontrollpunkt. Jetzt geht's natürlich zu. Wo kommt sie denn her? Ich möchte gern die Munition nehmen. Danke. Oh Gott. Ja, ein Schuss nur noch. Gehen wir jetzt mal hier rüber. Hast du mir was hinterlassen? Nö, natürlich nicht. Okay. Schlabberwabba. So, reiß dich ab. Das ging volle Kanne in den Kopf, also wenn... woher kommst du denn? Moment. Wer kommt hier denn immer? Oh, die fressen so viel. Ist ja nicht zu glauben. Aber finito. Jetzt spuckt wenigstens Muni aus hier. Auch nicht, okay. Naja, da können wir wenigstens schrotzen Muni. Aber 4 Schuss. War nicht sehr viel. Ich hätte doch aber so gern. Danke. So, hier setzen wir jetzt die Batterie ein. Und da geht dann dementsprechend... Oh oh. Moment. Hallo? Ja, ja. Oh Gott! Hilfe, das ist mir zu dicht. Also wirklich. Das ist mir echt ein bisschen zu dicht. Gibt's nix. Okay. Erstmal so benehmen. Und jetzt drehen wir. Dreh. So, Sebastian, streng dich an. Zeig deine Muggi. Zeig deine Kraft. Du bist doch der Beste hier. Dieses Pulsieren ist echt
möchtest du von mir? Haben wir hier noch was Schickes? Vielleicht? Nö, okay. Das ist echt eklig. Dieses Matschgeräusch, das ist echt. So, jetzt haben wir auch nur noch einen Schuss für die Schrotze. Dann ist die Schrotze leer, dann heißt es finito incantate. Da können wir zwar noch ein bisschen. Können ja hier. Nur zwei Siemer. Oh. Ja. Ein Kontrollpunkt. Irgendwas sieht mich. Oder sucht mich. Oh, ja. Du bist ja eklig. Bin ich in eine Art Nest geraten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht sagen, aber es sieht glatt so aus. Boah. Lauf ich hier überhaupt richtig? Ich glaube schon, oder? So. Wir kriegen ganz viel Munition. Na, was heißt ganz viel? Aber wir kriegen mehr Munition. Das heißt, da kommt gleich was. Erstmal nehmen wir ein Kartenfragment. Haben wir ja nichts zu lesen. Gar nichts zu lesen. Nichts zu lesen. Ich habe nichts zum Lesen. Wer hätte das gedacht? Entschuldigung. Schon mal ganz kurz wieder. Ja. Tatjana ist nicht mehr da. Wo ist unsere Tatjana? Unsere Tatjana ist weg. Seitdem wir das wissen. Hm. Was ist das? Okay, wir haben einen Schlüssel. Regensuppe. Schön. 5000. Sehr gut. Okay. Sehr staubig hier. So, dann schauen wir doch mal, was wir uns leisten können. Da sind wir fertig. Ja, Nahkampfschaden. Wie gesagt, ich lasse die ja ungern nah an mich ran. So, Schadensmultiplikator. Wir können die. Ja, machen wir definitiv mal. Feuerrate. Kritischer Treffer könnte ich auch nochmal. Mache ich auch mal. Wir kriegen ja wirklich am meisten von der normalen Pistole. Deswegen level ich erstmal wirklich die. Und natürlich meine geliebte Schrotze. Entschuldigung, dass ich mich jetzt gerade so räuspern muss. Aber ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. So.
Ach ja. Ja, das habe ich jetzt natürlich verpeilt. Gut. Ist jetzt passiert. Hier kriegen wir noch mehr. Ja, wir sind voll. Wenn die natürlich uns einfach reinzwirbeln. Aber die bringen ja so oder so nichts. Habe ich gespeichert, Leute? Ich habe nicht gespeichert. Es tut mir ganz doll leid. Ich muss einmal speichern. Es tut mir echt leid. Ich habe vergessen zu speichern. So, das machen wir doch mal schnell. Dann haben wir das. So, dann geht's auch ganz schnell wieder zurück. Es tut mir leid, es tut mir leid. So. Und dann wollen wir mal gucken. Wir kriegen einen Kontrollpunkt. Okay. Was passiert, wenn ich da was mache? Scheiße, das ist im Arsch. Ja, wir haben aber erst zwei. Jetzt haben wir drei. Okay. Wie geht das? Ach so. Das weiß ich doch nicht. Moment. Das kann nicht stimmen. Das war doch er. So, bei mir sind es die Pfeiltasten. Okay. Ja, der muss aber dahin. Supply, keine Ahnung. Leuchtet jetzt alles. Errungenschaft. Was? Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Ja, irgendwas mit Elektrik habe ich freigeschaltet. So schnell konnte ich gerade gar nicht gucken. Wieso? War das falsch? Oh, echt jetzt? Das ist doch aber... Das hat sich gut angehört. Da geht der Lift aber nicht. Kann ich die nicht irgendwie drehen? So eine Frage. Das ist natürlich ganz falsch, was ich hier jetzt gemacht habe.
allein bin ich Elektriker. Ja, bin ich Elektrikerin? Ich habe doch keine Ahnung. Von solchen Rätseln. What? Aua. Oh nein, Tentakelos, Tentakelos. Was? Ich habe aber jetzt mehr Ausdauer. Die kleinen Babys schon wieder. Och nö. Die finde ich eklig. Geh weg. Lass mich. Wo bist du denn? Ich warte weg. Ach, das ist Munition. Das ist ja auch nice. Ja. Lass mich. Lass mich los. Steh auf, Sebastian. Oh, Rückenschmerzen. Hexenschuss, Hexenschuss. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr spielen. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Mir. Ach, jetzt kommen schon wieder die Babys. Ah! Jetzt sehe ich das. Ach Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, da bringt dann das auch nichts. Okay. Scheißt du schon wieder Babys raus? Natürlich. Mensch, wie viele Babys pupst du denn noch? Nein, 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 nein. Hört der gar nicht mehr auf, Babys zu pupsen? Ich meine nur. Ah, okay. Ja, sag das doch. Ich habe eben auf dich geschossen. Da wolltest du nicht. Hallo, guten Tag. Ja, ja, Moment. Wo bist du denn? Ach, da bist du schon wieder. Schon wieder am Babypups. Ja, hallo. Ich muss mal gerade ein bisschen Munition nehmen, wenn es genehm ist. Hör auf, so zu spucken. So ein Räucherkram.
bist du jetzt? Es hat sich schon wieder versteckt. Ich höre Babys. Glaube ich. Ich sehe Babys. Boah! Ui! Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ist das gemein? Oh, jetzt lädt er nach. Nein. Fuß, Fuß, Fuß. Ah. Lass mich. Du warst hier doch eben irgendwo. Ich hab's doch genau gesehen. Immer schön alles fleißig einsammeln. Ups. Von wo kamen die Babys jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Da bist du. Schlafen. Aufwachen! Alter, was kotzt du denn jetzt? Ihh, kotzt mich doch nicht an und, ah. Wow. Ich glaube, er ist jetzt gerade sie oder er ist oder was auch immer. Das Vieh ist gerade ein bisschen aggro. Akkotour. Yeah. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Nein, ich darf lang. Bist du jetzt? Ja. Okay, ich bin angespannt. Bei dem Loch war mir irgendwie schon klar. Lass mich los! Tentakelus! Du frisst ganz schön viel Munition, muss ich echt sagen. Ich bin ja echt froh, dass wir Munition wiederkriegen. Ich finde das mies, dass das Vieh mich sieht. Ah, da bist du ja. Hallo. Hä? Wo ist das Vieh jetzt schon wieder? Da. Hallo. Auf zu spucken. Deinem blöden. Du machst jetzt keine Babys mehr. Oh.
Ja! Ach so. Ich habe gerade mich gefreut. Jetzt bist du tot. Cool. In Vergessenheit geraten. Sehr schön. Ja, geht mal schnell weg. Ab zu Rubik. Das Vieh hat 10.000 Punkte gegeben. Schön. Sehr gut. Natürlich sammeln wir hier noch die Muni ein. Ich wäre ja verrückt, wenn ich es nicht tun würde. Aber Schrotze-Muni war leider nicht so viel dabei. Leider. So. Jetzt läuft das wieder. Cool. Aber wir müssen ja den Lift. Jetzt alles. Es leuchtet alles jetzt. Das hatte ich aber eben auch schon. Was mache ich falsch, Leute? Es leuchtet doch jetzt alles. Supply, Lift und keine Ahnung, was das ist. Der bringt gar nichts. Der bringt auch überhaupt nichts. Nö. Keine Ahnung, Leute. Ich verstehe das nicht so recht. Es kann ja auch nicht so schwer sein, aber ich kann ja auch nichts mit drehen oder irgendwas machen. Für mich hörte sich das richtig an. Es hat alles gepiept. Ah, okay. Was wird das jetzt nochmal? Ah, alles klar. Das muss man ja erstmal der dummen Kümmel sagen. Mensch, ich bin ja keine Elektrikerin, ne? So. Dann auf geht's mit dem Lift. Wo geht es hin? Oh, es geht mal nach oben. Leute, es geht mal nach oben. Ich bin begeistert. Aber ob das jetzt besser wird, ist die Frage. Richtig besser ist das jetzt auch nicht. Kommen wir ja auch mal raus aus dem U-Bahn. Was auch immer. Ich möchte das noch mitnehmen. Danke. Oha. Regen. Das
mir was sagen, Rubik. Also ich kann nur... Will? Ich glaube, er möchte mir sagen, dass ich sterben werde. You will suffer. Okay. Ja. Hallo! Oh nee! Hey, Rubik! Ich glaube, ich möchte jetzt retten. Wow. Wir sind in der Anstalt. Okay, das ist echt... Es ist wirklich echt strange. Da steht er doch schon. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Von mir. Kriegst du nicht. Ach, nicht schon wieder. Okay. Das hatten wir ja schon mal. Das kennen wir ja schon. Warum geht das so daneben? Ja, ich muss ihn das einmal ganz kurz rausziehen. Dann kannst du gleich weiter abdancen. So, ziehen wir dir das noch raus. Kapitel 14 überlebt. Super. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Und ob man es glaubt oder nicht, jetzt zum Ende hin ging es richtig, richtig schnell. Also, ihr wisst ja, ich nehme immer im Voraus auf und ich habe ja bei Kapitel 11 weitergemacht. Und jetzt habe ich Kapitel 14 durch und jetzt sind wir auch schon beim letzten Kapitel. Und ja... Ich fange schon an, vor Aufregung zu hixen. Ha! Aber da werde ich jetzt das Spiel speichern. Das freut mich voll. Das freut mich richtig. So. Wir speichern. Und Kapitel 15 ist das Angesicht des Bösen. Aber da würde ich sagen... Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch weiterhin Spaß an dem Let's Play. Wie gesagt, es ist ja jetzt kein neues Spiel. Es gibt ja schon jetzt den zweiten Teil. Der ist ja jetzt rausgekommen, erst vor kurzem. Aber für mich, wie gesagt, ist es ja auch nicht blind.
ich habe ja schon Let's Play dazu gesehen, aber selber gespielt tue ich es jetzt wirklich das erste Mal. Und ja, also dafür, dass ich echt so eine kleine Schisserin bin, finde ich, schlage ich mich doch eigentlich ganz gut, muss ich mal sagen. Zwischendurch kommen die weiblichen Kreischer und Schreier dazwischen, aber ja, Herr Gottmann, ist halt so. Ist auch teilweise dann mal recht lustig. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.